Aufgabe von Forum Manager, der Interviewsendung von Phoenix und Süddeutscher Zeitung. Wir sind nicht zum ersten Mal an der Wirtschaftsuni WHU und fahren dabei Koblenz. Und auch wieder dabei, was mich besonders freut, meine liebe Kollegin Nora Rogel, die weiterhin bekannte Moderatorin. Grüß dich. Und ihr werde ich natürlich überhaupt nicht vorzustellen, Leiter der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung, Marc Beise. Und hier ist euer Gast. Er ist Vorstandsvorsitzender des drittgrößten Energieversorgers Deutschlands, MBW, also Energie Baden-Württemberg, und heißt Hans-Peter Fels. Danke, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Jetzt ein Ultra-Kurzporträt Ihres Unternehmens in 30 Sekunden. Das ist schwer. Man kann in 30 Sekunden ein solch komplexes Unternehmen wie mein Unternehmen gar nicht vorstellen. Ich versuche es trotzdem. Wir haben 21.000 hochgradig motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 6 Millionen Kunden. Wir erzeugen, wir handeln, wir transportieren, wir verteilen und wir vertreiben Strom und auch Gas. Wir haben Aktivitäten im Ausland, haben uns aber dort konzentriert auf 4, 5 Länder. Das ist Tschechien, das ist Türkei, das ist Österreich, das ist die Schweiz. Und darüber hinaus sind wir in anderen Aktivitäten auch übersee dort tätig. Das ist eigentlich der Schwerpunkt. Aber was mir wichtig ist, wir sind das Unternehmen, das in der Vergangenheit mit Abstand am meisten in den Bereich der erneuerbaren Energien in Deutschland investiert hat. Ich hoffe, das reicht in 30 Sekunden. Das sagt einer, der dieses Etikett Atommanager und sowas dann aufgeklebt hat. Ich möchte vorneweg, dazu kommen wir auch noch. Aber vorneweg möchte ich mich erstmal herzlich bedanken, dass Sie hier sind. Das ist nämlich Ihr erstes Interview, und das haben Sie eben nicht erwähnt. Nach dem 8. Dezember, als Sie gesagt haben, ich stehe für die Vertragsverlängerung als Vorstandsvorsitzender, September dieser Jahres stünde die an, nicht zur Verfügung. Obwohl Sie vorher mal gesagt hatten, also eigentlich würde ich diesen Posten gerne bis zur Rente ausfüllen. Was für ein Gefühl, wenn die Rente beginnt. Was für ein Gefühl ist das jetzt eigentlich? Nein, ich habe dort sehr gerne gearbeitet bei der MBW. Ich arbeite auch noch sehr gerne dabei. Wir haben viel geschafft in den letzten 4 Jahren gemeinsam mit dem Top-Management, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber bei der Komplexität des Unternehmens, bei der Komplexität überhaupt der Energie, wir werden heute darüber diskutieren, brauchen Sie natürlich das vollste Vertrauen sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Und wenn Sie das nicht uneingeschränkt haben, und es gab eben Signale, dass vielleicht ein oder zwei eben dieses Vertrauen in mich nicht haben, dann macht es keinen Sinn. Sie können dann auf 5, 6 Jahre dann bei einer Verlängerung ein solch großes Unternehmen eben nicht führen, wenn dort etwas Misstrauen da ist. Und deswegen habe ich von mir aus gesagt, ich stehe für eine Verlängerung nicht zur Verfügung, habe aber nach wie vor die größte Motivation bis zum letzten Tag, das, was wir angefangen haben, in Karlsruhe und Stuttgart dann auch weiterzuentwickeln. Sie sagen, es war Ihre Entscheidung, Sie hatten den Eindruck, Sie haben nicht mehr das Vertrauen und wollen nicht mehr weitermachen, aber man kann es natürlich immer so und so sein. Es war ja auch spannend an dem Tag oder an dem Tag nach, da Sie es verkündet haben, die Schlagzeilen in den Zeitungen waren sehr unterschiedlich. Der eine schreiben, Phoenix hört auf, Phoenix will nicht mehr, und die anderen schreiben, Phoenix fliegt raus. Meine eigene Zeitung hat eine schöne Überschrift gemacht, Rot-Grün schaltet Phoenix ab. Was stimmt? Ich bin ja noch hier, das heißt, abgeschaltet bin ich nicht. Ich habe nur, wie gesagt, Signale dort vernommen, aber ich habe keine Fialgespräche geführt, wo mir dann direkt gesagt worden ist, nein, wir möchten nicht mehr mit dir zusammenarbeiten oder wir schalten dich ab. Das ist natürlich auch ein Prozess gewesen. Wir haben sehr lange mit der neuen Landesregierung über die Strategie diskutiert, hier und da geschärft. Und dann, nachdem ich dann diesen Schritt gegangen bin und selber gesagt habe, ich stehe nicht mehr zur Verfügung, sind ja auch andere Dinge dann auch besser gelaufen. Ich freue mich aber sehr für das Unternehmen, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass jetzt eigentlich sämtliche offenen Fragen geklärt worden sind. Und in diesem Unternehmen kann man nicht Personal oder an eine Person ausmachen. Und deswegen ist es wichtig, dass das Unternehmen Zukunft hat. Und ich bin in der festen Überzeugung, dieses Unternehmen wird auch nach wie vor die Nummer 1 in Deutschland sein, was das Thema Erneuerbare, was das Thema Energieeffizienz angeht. Sie haben immer gesagt, naja, nachdem ich gesagt habe, ich mache nicht weiter, dann sind ja auch ein paar Dinge gelaufen, ist der Rot gewählt, die Kapitalanlage. Also was man sich natürlich fragen kann, ist, die beiden großen Anteilseigner, das ist OEW, also Oberschwäbische Elektrizitätswerke, und dann ist natürlich zu 46,5% auch die grün-rote Landesregierung. Die OEW hatte 400 Millionen Kapitalerhöhung schon zugesagt, aber die Landesregierung nicht. Und plötzlich, nachdem Sie gesagt hatten, Sie machen weiter, plötzlich waren die 400 Millionen von der Landesregierung da. Gut, Frau Rohr, man müsste jetzt in
anrufen und die Landesregierung danach befragen. Wie gesagt, ich habe vorher andere Signale bekommen. Ich sehe auch keinen unmittelbaren Zusammenhang. Die zeitliche Abfolge ist natürlich erwähnenswert. Ich muss noch mal nachfragen, es gibt ja eine ganze Reihe von Spitzenmenschen, die auch nicht den vollen Rückhalt ihrer gesamten Eigentümer haben, gerade auch hier in den Gebieten Nordrhein-Westfalen oder solche Fälle immer wieder, und die kämpfen dann über Monate um ihren Job. Ich unterstelle mal gut, weil ich nicht mehr meinen Job unbedingt haben wollen, sondern weil sie sagen, ich bin der Beste für den Job. Warum habe ich gekämpft? Ich habe ja vorher versucht, nicht jetzt durch irgendwelche polemischen Interviews zu glänzen, sondern ich habe geliefert. Ich habe letztendlich meine Strategie, die ich gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen dort bereits im Sommer vorgestellt habe, dann im Aufsichtsrat durchgebracht. Ich habe auch alle anderen Schwerpunkte. Wir kommen nachher auch auf die finanzielle Situation meines Unternehmens, ist umgesetzt worden. Und auch das, was ich mir vorgestellt habe, ich brauche eine Kapitalerhöhung unheimlich schnell, noch viel schneller in den Umbruch bzw. in den Neuaufbau der Energieversorgung hier in Deutschland zu investieren. Und das ist meine Grundüberzeugung und die werde ich auch weiter gehen. Und ich brauche, glaube ich, niemanden davon zu überzeugen müssen, dass meine Managementqualitäten nur ausreichen, damit ich verlängert werde. Also ich möchte den ganzen Tag hinter Aufsichtsräten oder Gesellschaften hinterherrennen, um mich selber anzubiedern. Entweder wird meine fachliche Kompetenz, meine Managementkompetenz, wird sie geschätzt oder nicht. Und das ist relativ einfach. Wahlarbeit, als das Feststand Grün-Rot, wird die Landesregierung sein in Baden-Württemberg? Was haben Sie da gedacht? Haben Sie schon gefürchtet, dass Ihr Job wackeln kann? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe seit vielen, vielen Jahren eine sehr offene Beziehung zu den Grünen. Ich habe in meinen über 25 Jahren, die ich in der Energiewirtschaft tätig bin, immer die besten Kontakte zu den Grünen gehabt. Wir haben ein Thema immer gehabt, das war das Thema Kernenergie. Dort sind wir verschiedene Meinungen gewesen und werden sie vielleicht auch noch in der Zukunft sein, das mag sein. Aber in vielen anderen Dingen bin ich sowohl mit den Grünen, aber auch mit den Sozialdemokraten immer sehr, sehr gut klargekommen. Insofern habe ich das zur Kenntnis genommen. Ich wusste, es tut sich dann natürlich auch was bei mir im Aufsichtsrat der NRW, aber dass ich jetzt gerade zerfetzt gesagt hätte, oh, falsches Wahlergebnis, kann ich eigentlich nicht sagen. Dann gucke ich noch weiter zurück als Europa und frage Sie nach dem Tag, nach dem Abend, als Angela Merkel die Energiewende verkündet hat, mehr oder weniger im Alleingang und den Ausstieg, den beschleunigten Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie verkündet hat, der später von ihren Koalitionsparteien ja auch gestützt wurde. War das vielleicht ein Moment, wo Sie dachten, da werde ich nicht mehr hart in der Branche? Nochmal, die Branche ist keine Kernenergiebranche, sondern wir sind alle Energiedienstleister. Wir haben zwar einen großen Anteil Kernenergieunternehmen, aber wir sind in der gesamten Wertschöpfungskette aufgestellt. Also immer nur die Energie gleichzusetzen mit Kernenergie ist, glaube ich, nicht richtig. Von den großen Energiekonzernen, mit vier großen, sind sie der mit der stärksten Atomenergielastigkeit. Ich bin ja nicht nur zwei Kernkraftwerke dann runtergefahren, aber das ist Statistik, das ist Mathematik. Mich hat überrascht, dass Frau Merkel sehr schnell diese Signale gesandt hat. Wir haben ja im vorletzten Jahr lange mit der Bundesregierung über eine Laufzeitverlängerung diskutiert, verhandelt und wir hatten ja auch eine Kompromisslösung dort herbeigeführt. Wir waren damals der Überzeugung, wir brauchen die Laufzeitverlängerung, um letztendlich die Basis dafür zu schaffen, dass wir die sehr ambitionierten Ziele, die die Bundesregierung in Sachen erneuerbare Energien hat, noch schneller zu erreichen. Das heißt, bis zum Jahr 2020 rund 35% von den erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien darzustellen. Und da würde uns oder hätte uns eine Laufzeitverlängerung geholfen, insbesondere für das Thema auch CO2. Aber mir persönlich war an dem Tag klar, als ich die Bilder in Japan gesehen habe, dass letztendlich das Thema Akzeptanz, was sie brauchen, um die Kernkraftwerke auch weiterzuführen, letztendlich in Frage gestellt werden würde. Obwohl man sagen muss, in Japan ist ein Tsunami, ist ein Erdbeben letztendlich passiert und infolgedessen ist eben Fukushima, ist dort das Reaktorunglück dort eingetreten.
Aber gerade in Deutschland ist natürlich das Thema Kernenergie ein solch visibles Thema und insbesondere auch aufgrund der Diskussion, die wir führen, vor allem aufgrund der Laufzeitverlängerung geführt haben, war zu dem Zeitpunkt eigentlich eher klar, beziehungsweise in den nächsten Tagen auch auf Basis der Berichterstattung, dass das Akzeptanzproblem insbesondere bei der Politik aufgrund dieser Wähler nicht mehr gegeben sein wird. Unabhängig von den Wahlen in Baden-Württemberg. Hat er da eigentlich geschadet? Die vielen Artikel haben natürlich gelesen, aber Sie immer wieder bitte einen Satz zitiert. Sie haben gesagt 2007, ich würde am liebsten nur noch ein Kernkraftwerk bauen und Kernenergie ist nicht unbedingt eine Brückentechnologie, sondern ist die Zukunft. Und das wird immer wieder jetzt zitiert. Ist es Ihnen einfach nicht gelungen, aus diesem Klischee rauszukommen? Das ist schwierig, weil gegen die breite Öffentlichkeit und insbesondere gegen die Journalisten, die meisten Journalisten können sie, wenn sie für die Kernenergie dort werben wollen, die Schwierigkeit dort zu obsiegen ist relativ gering. Das sieht in anderen Nationen natürlich anders aus, weil sofort das Thema immer visibler wird. Und man muss offen sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung und auch die Mehrheit der Journalisten eben nicht für die Kernenergie eingestellt sind. Und das macht es so schwierig, wenn dann eben so etwas wie in Fukushima passiert. Aber nochmal zurück zu den Zitaten. Meinerseits ist natürlich total aus dem Zusammenhang gerissen worden, war aber immer Vision. Ne? Ich würde am liebsten ein Kernkraftwerk bauen. Warum? Es ging immer im Zusammenhang CO2-Einsparung und wie man solche Effekte relativ schnell hinbekäme. Und da ist mir eben unter vielen Beispielen auch der Satz rausgerutscht, ja, dann würde ich natürlich auch ein Kernkraftwerk bauen. Weil, warum? Wenn man von einer Technologie überzeugt ist und ich kann nicht auch nach wie vor noch zwei weitere Kernkraftwerke verantwortungsvoll als Chef des Unternehmens weiterführen, wenn ich der Meinung bin, ich kann es nicht sicher und ich kann es nicht akzeptabel betreiben. Da können Sie nicht auf einmal sagen, nee, jetzt ist alles anders, ich war immer schon gegen die Kernenergie. Ich glaube, das ist viel schlimmer, als wenn man hier heute die Meinung hat und morgen die andere. Ja, wobei, eher vielleicht nicht dieses neue Kernkraftwerk, aber der andere Teil des Satzes, den er auch zitiert hat, zu sagen, Kernenergie ist eben mehr als nur eine Brückentechnologie. Das ist schon eben eine ganz starke Fokussierung auf die Kernenergie, ist ja nicht verboten. Wie gerade gesagt, ich glaube nicht, dass das Problem die Journalisten sind, muss ich nochmal sagen, ohne eine Professur geschützt zu nehmen. Ich glaube nicht, dass die Journalisten haben die Energiewende beschlossen, sondern die Politik. Und das aber nicht mit Auswertung der Zeitung, sondern mit Blick auf Meinungsumfragen. Und diese Bevölkerung gibt es ja, wie vorhin gesagt, einen starken Widerstand dagegen. Ja, das kommt auf die Berichterstattung an. Also nochmal, wenn man auch auf was wir jetzt wieder tun, eingangs, eine Energie oder die Branche, die großen vier, nur darauf konzentriert, dass sie Kernkraftwerksbetreiber sind, dann ist einfach zu kurz gesprungen. Ich glaube, alle wir großen vier haben bereits seit 2001 gewusst, dass die Kernenergie endlich ist. Damals hat Rot-Grün beschlossen, dass wir eben nach 32 Jahren aus der Kernenergie steigen. Und sowohl die Konkurrenz als auch wir haben Investitionsentscheidungen getroffen, weil wir genau wussten, dass, wenn wir nicht nur eine Laufzeitverlängerung diskutiert hätten, im Jahr 2010, wenn wir in Neckar-Westheim-Mainz ein Kernkraftwerk vom Netz geben. Und deswegen haben wir Ersatzinvestitionen beschlossen. Wir haben ein Laufwasserkraftwerk, was wir jetzt vor kurzem angeweiht haben, mit 400 Millionen Investitionen beschlossen. Wir haben sehr viele Investitionen in erneuerbare Energien beschlossen und haben auch beschlossen, dass wir eines der modernsten kraft-wärme-gekoppelten Kohlekraftwerke in Karlsruhe bauen. Und auch schon aus der Diskussion Netzstabilität, das was diskutiert wird, kriegen wir den großen Blackout. Umschussgesetz, da wurde das, das muss die Leistung hin. Zu dem Zeitpunkt damals wussten wir, wir brauchen 5, 6, 7 Jahre für neue Investitionen. Wir brauchten für Baden-Württemberg, eine sehr energieintensive Region, brauchten wir quasi eine Ersatzinvestition für den Wegfall eines Kernkraftwerkes. Und deswegen sind diese Investitionen geschlossen worden. Und deswegen auch die Diskussion Energiewende. Habt ihr die Energiewende dort verpennt? Das ist nicht richtig. Nur die Geschwindigkeit, Laufzeitverlängerung und dann Ausstieg, die war natürlich sehr, sehr schnell. Müssen wir unbedingt gleich zukommen. Vielleicht nochmal die etwas philosophische Frage. Ist es eigentlich heutzutage in Deutschland nach der Energiewende für eine Führungskraft überhaupt noch möglich, für Kernenergie zu sein? Oder ist das ein nicht ausgesprochenes Tabu? Ja, Sie müssen von etwas überzeugt sein, beziehungsweise müssen zu etwas eine Meinung haben.
ich nehme ein Beispiel. Ich bin zu meiner Truppe gegangen, zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den beiden Kernkraftwerkstandorte, Neckar-Westheim 1 und Philippsburg 1. Und Sie können sich vorstellen, dort arbeiten 1000 Menschen, die sind verunsichert, haben Verlierer, werden in der Schule drauf angesprochen, sag mal, wo arbeitet denn dein Papa, das kann doch nicht wahr sein, habt ihr mal die Bilder in Japan gesehen, Fukushima, kann dein Papa tatsächlich so etwas verantworten? Und wenn ich dann erzählen würde, als Chef eines Unternehmens und würde sagen, also meine Mitarbeiter, ich halte auch nichts von der Kernenergie, ich habe damit eigentlich noch nie was zu tun gehabt, ich glaube, die würden mich sofort vom Hof jagen. Das heißt, sie müssen, und wir haben aber noch diese vielen tausend Menschen, die dort beschäftigt sind, wir müssen dann auch als Management zeigen, dass wir zu der Technologie stehen, obwohl sie in Deutschland keine Zukunft mehr hat. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Denn der Umbau der Energiewirtschaft heißt auch, der verantwortliche Umbau mit der Kernenergie. Wir haben noch zwei Kernkraftwerke und wir müssen aber bestehende Kernkraftwerke, beziehungsweise die, die wir jetzt abgeschaltet haben, noch über 30 Jahre lang verantwortungsvoll zurückbauen. Dafür brauchen wir motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch qualifizierte Mitarbeiter. Und das geht nicht, wenn der Chef sagt, ich bin in Kernenergie. Sie haben gerade von Ihren Mitarbeitern angesprochen. Ist das bei Ihnen auch im Umfeld ein Thema gewesen, dass die Familie, so zwei Kinder, angeeckt sind, weil der Vater so ein Naturkopf ist? Und ich habe zwei biologisch erwachsene Söhne, aber wir diskutieren natürlich über die Thematik zu Hause. Aber ich sehe auch, da ist so Pro und Contra. Dort gibt natürlich, werden meine Söhne auch angesprochen, was macht dein Vater dann dort und ist es wirklich so, hat er diese Überzeugung? Aber meine Jungs versuchen dann auch immer mit Sachargumenten darüber zu reden und dann zu sagen, die NRW genauso wie die anderen Kernkraftwerksbetreibenden Unternehmen gehen schon verantwortungsvoll, nicht schon, die gehen ganz verantwortungsvoll mit dieser Technologie um. Ich glaube, das ist wichtig, aber alle kann man nicht überzeugen. Das ist klar. Stimmt es, dass Sie Morddrohungen bekommen hatten oder ist ein Vertriebsbüro verwüstet worden? Und wenn ja, was sagt das eigentlich über das Klima in diesem Land aus? Das ist richtig, aber das will ich hier auch nicht breitreden. Also, es war nicht nur der eine Vorfall, ich habe auch persönlich selber viele Angriffe bekommen. Natürlich passt man auch auf mich auf, dass das beruhigt, aber unterschätzen Sie diese Dinge nicht, aber ich darf das nicht weiter erläutern. Reden wir ein bisschen über Ihr Energiegeschäft. Wir reden auch über erneuerbare Energie, das haben wir vorhin schon angesprochen, das ist ein großer Punkt bei Ihnen, seit Jahren, aber bei uns im Moment, wenn wir begonnen haben, bei der Atomenergie. Nun, um das nochmal zu sagen, wir hatten vier Atomkraftwerke, davon sind zwei jetzt vom Netz, ja. Früher, als Sie das gerne haben wollten, und zwei laufen noch. Ja. Welchen Anteil am Mix hat das in Ihrem Energieumsatz? Wichtig ist die Arbeit jetzt erstmal. Umsatz ist immer abhängig von den Preisen. Vor Fukushima hatten wir einen Anteil von rund 50% Kernenergie, einen signifikanten Anteil an erneuerbaren Energie, inklusive Laufwasser und eben Braun- und Kohle- und Gaskraftwerke. Dieser Anteil der Kernenergie ist jetzt zurückgegangen, aber dadurch, dass wir auch jetzt sehr viele Investitionen in Erneuerbaren getätigt haben, die am Netz ist, reinfliegen. Beispielsweise hatte ich gerade Laufwasserkraftwerk, jetzt den ersten kommerziellen Offshore-Windpark in der Ostsee. Darüber sind andere Aktivitäten im Onshore-Bereich versiebenfacht worden. Dreht sich das jetzt, dieser Mix? Alleine schon aufgrund der Tatsache, wir haben zugebaut und Kernenergie macht jetzt 35-38% der gesamten erzeugten Menge aus. Was nicht heißt, dass Sie müssen ja immer zwischen Arbeit und Leistung unterscheiden. Die Leistung war immer nur in Anführungsstrichen ein Drittel. Das heißt, die EW-Zahlen, aber Sie haben natürlich eine höhere Ausnutzungsdauer bei den Kernkraftwerken verglichen eben mit Offshore- oder Onshore-Windparks oder mit Laufwasserkraftwerken. Wie viel müssen Sie jetzt zu kaufen? Sie kaufen doch zu. Wir haben kurzfristig zukaufen müssen, weil wir ja schon die Menge verkauft hatten an unseren Kunden. Die haben wir an der Börse zugekauft, teilweise dann auch selber natürlich dort erzeugt. Ist der auch der Strom dabei? Der ist ja nicht angestrichen, das ist ja der Strom ja nicht an. Ist aus dem Ausland? Ich gehe davon aus, dass es aus dem Ausland ist, weil es wird, wie gesagt, an der Strombörse gehandelt und eine Börse weiß eben nicht, wenn sie Tulpen verkaufen oder Tulpen dann tatsächlich herkommen aus dem Inland oder aus dem Ausland. Was wir wissen, dass nach dem Runterfahren der sieben Atomkraftwerke
die Fließrichtung des Stroms sich verändert hat. Das heißt, die rund 8.000 bis 9.000 MW sind letztendlich dann kurzfristig auch importiert worden, und zwar aus Frankreich und aus Tschechien. Ob der Strom nur Strom aus Kernkraftwerken ist und nur aus Kohle- oder Braunkohlekraftwerken in Tschechien, das weiß ich nicht. Wie gesagt, das sieht man nämlich an. Also die Anrainer haben sich schon gefreut. Ne? Die Frage ist es nur teuer, diesen Strom zu importieren, oder kommen wir an die Grenze, davon das Ursche Gesetz gehört? Und ich glaube, das sind immer zu denen, die immer für einen möglichen Versorgungsengpass gewarnt haben. Der ist jetzt nicht eingetreten. War das also, wir haben nicht davor gewarnt, sondern wir haben darauf hingewiesen, dass es Engpässe geben könnte. Und nicht nur wir als Hochspannungsnetzbetreiber, sondern letztendlich die Bundesnetzagentur auch. Wie gesagt, unsere Stromversorgung ist historisch, was die Netze angeht, aufgebaut worden. Dort, wo Erzeugungsschwerpunkte bzw. Verbrauchsschwerpunkte sind und waren, sind die großen Einheiten dort aufgestellt. Württemberg. Beispielsweise in Baden-Württemberg. Und sie brauchen eben diese Einheiten. Das ist kein Thema der Stromlieferung, sondern der Spannung und der Frequenzhaltung. Das ist wie so ein Sprung, wie nennt man das, so ein Sprungtuch bei einer Veranstaltung im Zirkus. Das heißt, an jeder Ecke muss die gleiche Spannung herrschen, sonst ist dieses Sprungtuch instabil. Wenn jetzt, und das passiert nun mal bei dem Neuaufbau des Netzes oder dem Umbau der Energieversorgung, wenn hier jetzt beispielsweise sehr viel Windstrom von einer Seite kommen müssen, wir entweder hier fester ziehen oder an dem Tuch dort ein bisschen nachlassen und vice versa. Das ist die Riesenherausforderung, ich bin kein Techniker, aber untechnisch ausgedrückt, um dieses Netz stabil zu halten, Spannung und Frequenz stabil zu halten. Das hat ja alles funktioniert bisher. Das hat funktioniert. Der zweite Punkt, den Sie ansprachen, ist letztendlich die Arbeit, nicht die Leistung und die Frequenz. Das, was wir selber nicht mehr produzieren können hier in Deutschland oder konnten, wird importiert. Aber auch hier gibt es Engpässe. Wir können gar nicht mehr in Deutschland als 8.000 bis 9.000 MW die Leistung, die wir gerade runtergefahren haben, dauerhaft importieren bzw. exportieren. Warum? Weil die Grenzübergänge, die sogenannten Kuppelstellen, eben nicht darauf ausgerichtet sind. Das wird man aber mal in Zukunft, denn 1998 hat man ja uns als Brennerer in Brüssel ebenso liberalisiert wie die Telekommunikation. Damals war das Ansehen, dass sie eine Art europäische Kupferplatte dort haben. Das heißt, der Verbraucher, egal ob er in Dänemark wohnt oder in Italien, hat jeweils die Möglichkeit, egal aus welcher Quelle, Strom zu beziehen. Das bedingt aber einen Ausbau der von mir genannten Kuppelstellen. Aber es reicht ja nicht nur aus, die Grenzübergangsstellen quasi zu verdoppeln, zu verdreifachen, sie müssen auch die Autobahn, die Stromautobahn dahinter auch verdreifachen und alles auslegen. Deswegen ist diese Energiewende in Anführungsstrichen eine unheimliche Herausforderung, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Es hat also keine Backouts gegeben, aber für Sie auf jeden Fall rote Zahlen. Das sollten wir jetzt vielleicht mal ansprechen mit der Abschaltung der beiden Kernkraftwerke. Insgesamt ungefähr 500 Millionen Gewinn machen Sie mit einem. Da ist Ihr 1 Milliarde pro Jahr weggebrochen, und MBW ist von, korrigieren Sie mich, 899 Millionen Euro Gewinn letztes Jahr auf 590 Euro Verlust dieses Jahr wahrscheinlich runtergebrochen. Gut, wir haben im Q3 haben wir die Zahlen publiziert, die sind richtig, es sind aber drittes Quartal, was wir haben, das Quartal ist im Jahr 2011, haben wir einen Konzernfehlbetrag von annähernd 600 Millionen Euro dort der Öffentlichkeit dargestellt. Warum? Weil wir natürlich Einmaleffekte haben. Es war nicht nur gegenüber dem Vorjahr der Rückgang eben der Produktion aus Kernenergie, es waren natürlich auch Effekte, dass wir jetzt einmalig Brennelemente, die wir eingesetzt haben, abschreiben mussten und die ganzen Rückstellungen wieder importieren mussten. Denn wir sind ja verpflichtet und werden dem natürlich auch nachkommen, dann die Kernkraftwerke nach der Betriebsphase zurückzubauen und dann auch die Ablagerkosten mit zu übernehmen. Und das spielt eine große Rolle für diese einmaligen Sondereffekte jetzt im dritten Quartal des Jahres 2011.
Er ist darüber hinaus natürlich nicht auf diesem Niveau weitergeht. Auch das ist bekannt. Das hatten wir aber auch schon bei der Finanzpressekonferenz Anfang des Jahres, Anfang letzten Jahres dort publiziert und kommuniziert. Das sind eben exogene Effekte, die natürlich auch daher rühren, dass wir unabhängig von der Diskussion der Laufzeitverlängerung eine sogenannte Kernbrennstoffsteuer zu bezahlen haben. Eine Kernbrennstoffsteuer für mein Unternehmen heißt 340 bis 350 Millionen Euro pro Jahr Belastung, Sonderbelastung, die wir vorher nicht hatten. Zahlen Sie die eigentlich auch für die abgeschalteten beiden Kraftwerke? Ja, nein, die nicht, sondern nur die Steuer wird dann fällig, wenn Sie quasi das Atomkraftwerk, das Kernkraftwerk beladen und erstmalig dann die neuen Kernbrennelemente dort in Betrieb nehmen. Dann wird sie fällig. Das heißt nicht, dass wir die für die alten bezahlt haben. Aber Sie gehen genauso wie EM und RWE trotzdem gerichtlich dagegen vor? Ja, das ist richtig. RWE und EM haben ja die ersten Klagen gewonnen bei deren zuständigen Finanzgerichten. Bei uns das Finanzgericht Freiburg hat dem nicht entsprochen, sondern hat unserer Klage nicht stattgegeben. Aber es ist klar, und das ist auch offen mit der Bundesregierung diskutiert worden, im Bundesfinanzministerium, dass wir letztendlich den Schritt bis zur letzten Instanz gehen müssen und gehen werden. Warum müssen Sie da gehen? Weil die Kernbrennstoffsteuer eine Verbrauchsteuer ist oder dort wird als Verbrauchsteuer tituliert wird. Und das ist auch von der Bundesregierung so publiziert worden. Und sowohl die Konkurrenz als auch wir sehen, dass die Kernenergie ist eine Einwertsteuer. Und die Brennelemente ist eine reine Besteuerung des eingesetzten Potenzials und hat nichts mit dem Verbrauch zu tun. Also Verbrauch beim Kunden, das besteuert werden soll. Und wir haben auch relativ klare Signale von Juristen, dass es gegen EU-Recht verstößt, eben eine einseitige Kernbrennstoffsteuer einzuführen. Auf jeden Fall wird der Strom für den Kunden massiv teurer werden. Lassen Sie uns mal über die Ausgaben, die so alle auf Sie zukommen, sprechen. Zum einen haben Sie nicht mehr die gigantischen Einnahmen durch zwei stillgelegte Kernkraftwerke. Ab 2020 haben Sie gar keine mehr. Sie müssen 7, 8 Milliarden, wie viel müssen Sie zahlen, um die Kernkraftwerke zurückzubauen? Das ist ja, ich will jetzt keine Betriebswirtschaftsvorlesung halten, aber der Kernkraftwerke ist eine Auszahlung. Das ist kein Ergebnis, sondern diese Rückstellungen sind ja bereits gebildet. 5,4 Milliarden, aber natürlich auch nicht. Das ist nicht mehr. Und ganz andere Zeiträume natürlich. Absolut richtig. Aber dafür haben wir ja vorgesorgt für den Rückbau der Kernkraftwerke. Und sie haben eben auch auf der Aktivseite sogenannte Financial Assets. Das heißt, die Ratingagenturen sehen natürlich genau an, ob wir unsere Verpflichtungen auf der Passivseite, auf der Aktivseite der Bilanz eben durch liquide Mittel oder durch Financial Assets auch nachkommen. Deswegen haben wir genau wie die Konkurrenz vorgebeugt und werden dann die Anspruchnahme der Rückstellung eben aus der Aktivseite dort bedienen. Ist das denn mit dem Strom teurer werden? Wenn Sie jetzt in erneuerbaren Energien, gerade wenn man Offshore, wenn man Baltic 1, das erste große kommerzielle deutsche Offshore-Windprojekt gemacht, jetzt kommt Baltic 2, das sind Aluminium und der Strom ist doch viel, viel teurer. Ich habe mal nachgeguckt, eine Megawattstunde Kernenergie produziert, kostet 20 bis 30 Euro, aber wenn sie Offshore Wind produzieren, 180 Euro, also das Mehrfache. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wenn man sich die Zusammensetzung des Strompreises anschaut. Der ist dreigeteilt. Sie, was Sie, Frau Gruber, was Sie oder anderes, was Sie letztendlich verbrauchen, aber im Schnitt in der Bundesrepublik Deutschland hat der Haushaltskunde pro 3.500 Kilowattstunden Verbrauch. Die Oberschwaben sind bei 2.900, das sind alle am Handel. Also 3.500 Kilowattstunden. Und im Schnitt zahlen Sie dafür oder haben in der Vergangenheit 50 Euro pro Monat gezahlt, diese schönen Abschläge, ne? Diese vielen, vielen Millionen Haushaltskunden. Die 50 sind jetzt 75, 78 geworden. Warum? Seit 1998. In diesem Zeitraum hat sich der Energiepart, das heißt, das sind wir, die Erzeuger, der Vertrieb, das Inkasso und so weiter, kaum verändert. Das heißt, der reine Energiepart des gesamten Bruttopreises ist im Wesentlichen gleich geblieben. Was passiert? Über 70% Ihres Bruttostrompreises sind andere Komponenten.
Das eine war das EEG, das heißt die Umlage aus dem Erneuerbaren Energiengesetz. Das heißt, mein Strom, den ich in der Nordsee oder in der Ostsee produziere, ist regulierter Strom. Er wird vergütet nach dem Energieeinspeisungsgesetz, das wird gesammelt und quasi allen Kunden in der Bundesrepublik Deutschland in Rechnung gestellt. Ist reguliert, EEG. Dann kommt der zweite Part Ihrer Stromrechnung, unserer Stromrechnung, das sind die Netznutzungsentgelte. Das ist letztendlich, sind die Kosten der Infrastruktur, die wiederum auch von einer Behörde der Bundesnetzagentur genehmigt werden. Und auch die sind wiederum Part Ihrer Rechnung. Da gibt es noch die Stromsteuer und die Umsatzsteuer. Das heißt, wir haben heute darüber diskutiert, wie hoch der Strompreis in den nächsten 5, 6 Jahre oder 7 Jahre, müssen wir mal fragen, welche Teile meint ihr? Meint ihr brutto? Oder meint ihr jetzt Teile dieser Niederlage, die Drittel, Drittel, letzten Drittel Energie, ein Drittel? Ja, 150 oder 75 Euro pro Monat, die jeder Bundesdeutsche im Schnitt zahlt. Wo geht's hin? Das ist schwierig. Das ist einerseits abhängig von der Geschwindigkeit des Netzausbaus. Das werden wir gleich noch diskutieren. Hoffe ich. Das heißt, Milliarden müssen investieren in den Netzausbau, um die ganzen dezentral erzeugten erneuerbaren Energien zu erzeugen. Das wird teurer, natürlich. Das muss man auch wissen. Insofern muss man auch mit dem Kunden umgehen. Der Umbau des Energiesystems heißt letztendlich, es wird teurer. Wie teurer es wird, das hängt, wie gesagt, mit der Geschwindigkeit des Umbaus ab. Es hängt natürlich ein bisschen mit der Entwicklung der Energiepreise an den globalen Märkten zusammen. Wie teuer wird Kohle, wie teuer wird Gas, sicherlich. Aber es wird auch davon abhängig sein, wie das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz und die Vergütungssätze in der Zukunft jeden Haushalt belasten werden. Und deswegen muss man das jetzt alles zusammenpacken. Deswegen appellieren wir ja auch beispielsweise dafür, dass es eine Nebenteuerung für diese Energiewende bzw. für den Umbau der Energieversorgung gibt und diese auch ganz wichtige Komponente Preis zu diskutieren und dann zu evaluieren und vorherzusehen. Wäre das nicht besser gewesen, wenn die Branche insgesamt und damit auch die einzelnen Unternehmen, wie zum Beispiel auch Ihres, früher mit diesem Umbau begonnen hätten? Gut, im Nachgang ist man immer kleiner. Wie gesagt, das, was wir wussten, unsere Kernkraftwerke sind endlich, das haben wir getan. Ich will ein Beispiel nehmen, geht zum dritten Mal Rheinfelden. Das Leifwasserkraftwerk hat 7 Jahre gedauert, bis es letztendlich von der Investitionsentscheidung dann in Betrieb gegangen ist. Eines der modernsten Leifwasserkraftwerke hier in Europa. Ein hochmodernes Kraft-Wärme-gekoppeltes Kraftwerk in Karlsruhe ist jetzt seit 4 Jahren dabei und wird noch 2 Jahre benötigen, bis es dann tatsächlich in Betrieb geht. Ein Offshore-Windpark, Baltic 1, relativ überschaubares mit 48 MW. Kernkraftwerk hat 1200, 1300 MW, um den Vergleich anzustellen, hat 3 bis 4 Jahre gedauert. Die neuen Investitionen dauern alle viel, viel länger. Das heißt, selbst wenn man wollte, hätte man so schnell diese Investitionen nicht umsetzen können. Das ist ganz wichtig zu wissen in der öffentlichen Diskussion. Nochmal, haben die Energiewende verschlafen oder haben sie es nicht verschlafen? Anderer Punkt, den wir gerade gar nicht diskutiert haben oder nur angesprochen haben. Wir sollten ehrlich, und viele von den Zuschauern haben natürlich viele Möglichkeiten, in die Telekommunikation, wir sollten strommäßig auch in den Wettbewerb dort gehen. Und zwar in einen europäischen Wettbewerb, was die Sache mit dem Strom angeht. Was beißt sich da natürlich, wenn man einerseits sagt, ja, man hat den Wettbewerb in den Energiepreisen, in den Erzeugungskosten, aber andererseits reglementiert man ja beispielsweise durch die Rahmengesetzgebung hier in Deutschland, man hat einen Vorrang für erneuerbare Energien, die haben Vorrang im Netz und sie werden alle reguliert. Das heißt, der Part, der sich im freien Wettbewerb in Deutschland noch abspielt, wird immer kleiner und der Rest ist letztendlich wie vor 1998 reguliert und festgelegt von der Politik bzw. Regulierungsbehörden. Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, dass Sie, genau gesagt wird das ja auch dann Ihr Nachfolger sein, bis zum Jahr 2020 10 Milliarden Euro investieren wollen, um eben zum Grundstromkonzern zu werden. Gleichzeitig brechen Ihre Gewinne ein, Sie haben irrsinnige andere Folgekosten, darüber haben wir eben gesprochen. Wie wollen Sie die 10 Milliarden aufbringen?
Und wir haben ein ganzes Maßnahmenpaket als Management aufgesetzt. Wir haben einerseits ein Effizienzprogramm vor uns, wo wir nachhaltig 750 Millionen Euro ab dem Jahr 2014 einsparen wollen und einsparen werden pro Jahr nachhaltig. Wir haben daraus beschlossen, dass wir uns von Beteiligungen trennen, die strategisch keine Wert mehr haben. Wir haben die ersten Erfolge im letzten Jahr bereits erzielt. Das wird insgesamt zusätzlich 1,5 Milliarden Euro ins Unternehmen spülen. Wir hoffen, dass uns beide Gesellschafter jetzt eine Kapitalerhöhung geben. Das werden wir dann in der preislosen Abversammlung letztendlich beschließen. Auch das wird ein Großteil Voraussetzung sein für die Investitionen in den Ausbau, den Neuaufbau der Energieversorgung hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und wir haben natürlich nach wie vor ein operatives Ergebnis. Also das, was wir jetzt gesehen haben in den ersten Monaten, war eine Großzahl von Einmaleffekten. Wir sind auch nicht irgendwo, oder wir haben kein Liquiditätsproblem, sondern wir haben ein Mobilitätsproblem. Warum? Da kommen wir die Ratingagenturen und sagen, ihr dürft ein Verhältnis zwischen operativen Ergebnis und Nettoverschuldung nicht schlechter als 3,3, 3,4 haben. Unabhängig von der Liquidität. Und das war ganz wichtig, dass jetzt die ganzen eingeleiteten Maßnahmen uns helfen, unser CEO-Rating, unser gutes Rating dort zu behalten. Das ist wiederum Grundvoraussetzung für eine Refinanzierung für die 8 bis 10 Milliarden Euro, die Sie gerade angesprochen haben, die in die Energiewende investieren wollen. Jetzt muss man aber, weil Sie das Rating angesprochen haben, doch auch darauf hinweisen, dass Ihre Schulden, die Sie haben, nicht nur durch die Energiewende kommen, sondern auch dadurch, dass gerade Sie als Vorstandschef in den letzten Jahren fleißig zugekauft haben. Sie haben sich ja sehr viel beteiligt, Sie haben das Portfolio stark ausgeweitet, jetzt sagen wir, wir müssen das wieder zurücknehmen, wir müssen das von Beteiligung trennen. Haben Sie sich da verkalkuliert? Nein, die Beteiligung, von der wir uns trennen werden, sind nicht strategische Beteiligung, wo wir, vielleicht auch meine Vorgänger, uns mehr von versprochen hatten. Beispielsweise ein Engagement in Niederösterreich bei der EVN. Das haben wir auch immer publiziert. Wir sind dort mit 32% beteiligt. Aber Österreich sagt eben, dass kein deutsches Unternehmen dort eine Mehrheit an einen österreichischen Versorger dort genehmigt bekommt. Und wir haben das auch mit dem Management diskutiert. Wir haben es auch schon vor 2 Jahren versucht, uns von der Beteiligung zu trennen. Dort haben wir nicht so viel Geld bekommen, wie wir erwartet haben, und wir wollen auch nicht jetzt alles verschädigen, was auf unserer Aktivseite bei den Finanzanlagen steht. Das heißt, wir konzentrieren uns auf strategisch nicht relevante Beteiligung. Und das, was wir gemeinsam in der Vergangenheit dort erworben haben, da ist nicht vorgesehen, dass wir uns davon verabschieden. Höchstleistungsnetze, das sind ja die Netze, die die Zukunft bedeuten. Wir müssen ja diesen ganzen Offshore- oder Onshore-Windkram und Energie und alles weiter transportieren. Sie verfügen über solche Netze und Sie denken darüber nach, sie zu verkaufen. Das ist eigentlich schwer nachzuvollziehen. Ja, wir sind das letzte Unternehmen hier in Deutschland, was seine Höchstleistungsnetze, Hochspannungsnetze noch behalten hat. Wir denken nicht darüber nach, sie gänzlich zu veräußern, sondern wir denken darüber nach, eventuell Partnerschaften einzugehen und vielleicht Teile dieser Transportnetze zu veräußern. Hier ist aber noch überhaupt kein finaler Beschluss, bevor es das hingeht. Einerseits, dass sie Geld für die Hochspannungsnetze bekommen, denn auch hier müssen wir in den nächsten Jahren sehr viel investieren. Sie haben da die Diskussion mitbekommen, dass insbesondere die Hochspannungsnetzbetreiber, die Anlandung machen müssen, der Offshore-Windpark eben ans Festland, dass sie dort immense Milliardeninvestitionen dort benötigen und suchen natürlich auch nach Alternativen. Vattenfall hat sich von diesen Hochspannungsnetzen getrennt. Das gleiche gilt für E.ON. RWE wird sich davon trennen und wir diskutieren es, aber haben noch lange nicht final entschlossen. Und wie gesagt, ich brauche natürlich ein Stück weit auch zusätzliches Kapital, um auch hier die Investition durchführen zu können. Die anderen haben sich schon getrennt oder haben es entschieden und sie diskutieren noch. Warum müssen wir so lange diskutieren? Gibt es da nicht richtig oder falsch? Ja, man muss erstmal den richtigen Partner finden. Man muss erstmal die richtige Strategie finden. Denn wir müssen im Gegensatz zu der Konkurrenz eins wissen: Wir sind sehr eng verbunden mit dem Vorarlberg.
mit den Vorarlberger Irrwerken. Erneuerbare Energien sind nun mal nicht speicherbar, wie Strom überhaupt nicht speicherbar ist, und deswegen brauchen sie Partner, die Pumpspeicherkraftwerke beispielsweise haben. Und dort haben wir zwei gemeinsam im Betrieb, ein drittes wollen wir bauen, aber sie müssen natürlich auch den Strom über die Grenzen bringen. Und das geht nur über Hochspannungsnetze. Deswegen möchte ich selber entscheiden, nach wie vor, welche Investitionen ich tätige. Und das heißt wiederum, ich muss unternehmerisch entscheiden können, wo ich investieren kann. Und das geht nicht mehr, wenn ich die Hochspannungsnetze gar nicht mehr in meinem Besitz habe. Natürlich müssen sie diskriminierungsfrei andere auch anschließen, klar, die Hochspannungsnetzbetreiber. Aber man sieht es ja an der aktuellen Diskussion in Norddeutschland, dass eben gesagt wird, nun, wir haben ja mal die finanziellen Voraussetzungen jetzt nicht, um noch schneller die Windparks dort anzuschließen. Das möchte ich nicht, ich möchte es entscheiden. Wenn wir bei der Strategie sind, Sie sagen 35% 2020 möchten Sie an erneuerbaren Energien produzieren. Sie haben bis vor kurzem 50% Atomstrom gehabt, jetzt haben Sie 35%. Ich frage mich, schaffen Sie das bis 2020, 35% und auch der Rest, die restlichen 75%? Wird das dann nur Gas und Kohle sein oder müssen Sie schrumpfen? Ja, schrumpfen wollen wir nicht, denn irgendwann ist man so klein, dass man wirklich weggeschrumpft ist, ganz im Gegenteil. Deswegen konzentrieren wir uns ja auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und wir haben die Projektpipeline. Es ist wichtig, tatsächlich Projekte zu haben und nicht nur mal Schaubilder zu zeigen und zu sagen, das könnten wir vielleicht machen. Wir haben 4 Lizenzen erworben für Offshore-Windparks. Einer steht, der zweite ist bestellt in der Ostsee und der dritte und vierte wird dann in der Nordsee gebaut. Ich sollte wirklich eine Gewalt. Vorher wurde gesagt, das sind 48 Megawatt ein Offshore-Park, 1200 Megawatt ein Kraftwerk. Ich muss gerade sagen, der erste hat 48, der zweite in der Ostsee wird schon eine ganz andere Größenordnung, und zwar von 288 MW, haben 300 MW. Und die anderen, die Nordsee-Offshore-Windparks, haben dann wieder noch eine größere Leistung, die annähernd bei 400 bis 500 MW sind. Das heißt, alleine diese Investitionen werden eine Größenordnung von 1,5 Kernkraftwerken ersetzen können. Ich habe eine Frage, Sie haben immer auch gesagt, das dauert ja alles so mit der Genehmigung. Gerade RWE beklagt sich ja auch offshore unglaublich schwierig, das Ganze genehmigt zu bekommen. Schaffen Sie das bis 2020? Ja, deswegen, ich muss es ja schaffen, aber dazu brauchen wir natürlich gewisse Voraussetzungen. Dazu muss dann der Netzbetreiber dort, und das kann ich nicht selber entscheiden, sondern bin angewiesen auf eine Tenet und eine 50 Hertz, dass sie auch in Teil, on Teil den Netzanschluss hinbekommen. Und das sind so Themen, die wir jetzt nicht nur zwischen bilateral zwischen den Unternehmen diskutieren müssen, sondern letztendlich auch mit der Politik, um sicherzustellen, damit die Politik den Rahmen setzt, damit diese Investitionen, die wir tätigen können, wir haben ganz konkrete Projekte, auch umsetzbar sind. Finanziell kriegen wir es sicherlich hin, auch von dem Know-how, von dem technischen Know-how, aber es muss natürlich eingebunden sein in ein Gesamtkonzept oder der Energieversorgung Deutschland. Sie haben gerade gesagt, so sehr schrumpfen wollen wir gar nicht. Jetzt gibt es ja eine Forderung, dass ja gerade die deutschen großen Stromkonzerne tendenziell kleiner werden sollen oder vielleicht automatisch kleiner werden. Der EU-Energiekommissar Oettinger, der kennt sehr gut, war ja Ministerpräsident, hat gesagt, RWE und EU sind am besten fast noch Regionalleiter, am besten schließen sie sich zusammen. Wo sehen Sie sich denn da in diesem Spiel? Ich muss natürlich sagen, wir spielen natürlich in der Bundesliga, in der Bundesrepublik Deutschland. Ich kenne das durch viele Diskussionen mit Herrn Oettinger. Er sieht natürlich die deutschen Energieversorgung in einem Weltkontext. Er sieht große Energiekonzerne wie Exxon, er sieht große Energie- oder Gaskonzerne wie eine Gazprom, europäischer Gaskonzern, und sieht natürlich auch, dass sie große Energieversorger brauchen, um die großen Investitionen hier in Europa für eine auch europäische Energiewende umzusetzen. Ich glaube, das ist das, was ihn treibt. Auch die Diskussion, die wir insbesondere in Deutschland haben, viele, viele auch erfolgreiche Stadtwerke, aber das sieht der Europäer natürlich anders. Dort gibt es große, große Gesellschaften, die eine ganz andere Investitionsfähigkeit, eine ganz andere Investitionskraft haben, um letztendlich sie weiterzuentwickeln. Das steckt dahinter. Aber ich will es nicht gleich größer. Ich würde sagen, lieber klein und quirlig als lang und schlapp, um das mal so zu sagen. Es kommt natürlich auch auf das Geschäftsmodell jedes Einzelnen an. Deswegen werde ich mich, oder wird sich die EnBW,
konzentrieren auf Deutschland. Wir wollen hier investieren. Wir brauchen natürlich stabile Rahmenbedingungen. Und Sie sehen bei der EU und auch bei der LWE, Sie werden sich auf andere Standorte konzentrieren in Ihrer Strategie. Das ist nachvollziehbar, insbesondere auch, und das sage ich offen, weil Sie vielleicht in Brasilien oder vielleicht in Südspanien nahe Ausbeute aus Photovoltaikanlagen haben als beispielsweise Niederschwaben. Da sind 900 Benutzerstellen statt 2000. Aber wir stehen nur zum Standort Deutschland und verzichten vielleicht hier und da mal auf 0,5 Prozentpunkte Rendite. Gerade Ihre Meinung war ja vor Ihrer Zeit, hätte ja vor Ihrer Zeit sozusagen so ein europäischer Spieler werden können. Sie wissen, worauf ich anspiele, an die Beteiligung durch die EDF, den großen französischen Konzern. Das ist ja letztes Jahr von der baden-württembergischen Landesregierung kassiert worden, das ist zurückgeholt worden als Leiter. Wie sehen Sie das eigentlich aus heutiger Sicht? Wir haben mit der EDF gut zusammengearbeitet, erfolgreich zusammengearbeitet. EDF hatte natürlich andere strategische Schwerpunkte, als die EDW das hatte. Aber wir sind immer von den Gesellschaften, auch von den Aufsichtsratsmitgliedern dort sehr unterstützt worden. Und es war ja auch meine Aufgabe, als ich vor 4 Jahren zur EDW gekommen bin, das Unternehmen strategisch neu aufzustellen. Und das kriegen Sie von heute auf morgen nicht hin. Sie müssen, wie jetzt auch, sämtliche Aufsichtsräte, sämtliche Gesellschafter natürlich auch mitnehmen. Seitdem hat sich natürlich auch einiges geändert. Das, was wir gerade andiskutiert haben, die neue Bundesregierung, das heißt die Bundesregierung Schwarz-Gelb, hat natürlich noch viel ambitioniertere Klimaschutzziele, viel ambitioniertere Ziele, was das Thema erneuerbare Energien angeht. Und dadurch hat sich in den letzten anderthalb, 2 Jahren der Rahmen wiederum ganz anders entwickelt. Und da gibt man unternehmerisch dann auch andere Antworten darauf, was Sie vielleicht noch vor 3,5 bis 4 Jahren geantwortet hätten. Herr Markus hat ja damals keine Due Diligence, wie es so schön heißt, vorgenommen, also eine Buchprüfung, eine genaue Prüfung des Unternehmens, hat 4,7 Milliarden bezahlt für die Anteile von EDF. Das ist jetzt natürlich eine ketzerische Frage. Hätte ein Unternehmen und nicht eben eine Landesregierung, hätte ein Unternehmen einen solchen Kauf überhaupt gewagt ohne eine vernünftige Buchprüfung? Ich weiß jetzt nicht, was er geprüft hat. Ich weiß es nicht. Das soll ja jetzt auch der Untersuchungsausschuss letztendlich dort vorbringen. Aber Unternehmen der Größenordnung der Unternehmen sind mittlerweile so transparent, dass sie schon einige Unternehmensdaten sicherlich sehen können. Wenn sie sich einen Geschäftsbericht von uns anschauen, und das ist ja auch Teil des Studiums der Wirtschaftswissenschaftler, der Betriebswirte, da haben Sie schon unheimlich viele Investitionen, ist falsch, Informationen über Investitionen, über Risiken, die das Unternehmen hat. Also da gibt es schon eine Quelle, da brauchen Sie nicht ins Unternehmen, um eine sogenannte Due Diligence zu machen. Darüber hinaus waren wir sind seit Jahren immer auf Roadshow. Wir haben sehr viele Bondgeber. Unser Anteil an Aktien im Free Float, also im freien Verkehr, ist relativ gering. Wir sind aber sehr abhängig von Bondgebern. Das heißt von Investoren, die uns Unternehmensanleihen, die wir letztendlich emittieren, abkaufen. Das ist ein ganz wichtiger Refinanzierungspunkt. Und wenn Sie das mal sehen, was Sie dort auf Roadshow oder wenn Sie eine Anleihe dort in den Markt bringen, an Informationen brauchen, das ist so dick, das bringt keine Due Diligence. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Das heißt, wenn man wirklich ein Unternehmen, ohne dass man jetzt, ich sag mal, wochenlang durch die Flure geht und jetzt sämtliche Schubläden öffnet und überall guckt, welche Risiken man da hat, aber wenn man ein Unternehmen beurteilen wollte, ohne diese Dinge zu tun, ich glaube, ist es schon möglich, aufgrund der Vielzahl von Informationen, die der Kapitalmarkt hat. Naja, aber es war natürlich schon damals eine Hauptaktion, dass damalige Ministerpräsidenten, Sie lächeln, weil Sie natürlich auch die Diskussion, die viele haben damals gesagt, es ist hochriskant, was da gemacht wird, von der Frage, ob es im Parlament vorbeigegangen ist, mal alles abgesehen. Jetzt kann man zumindest sagen, es ist schiefgegangen, was den Wert angeht. Ja, also diese 4,7 Milliarden, die damals bezahlt worden sind, waren auch entschieden, so hoch wie der heute war es. Und der Steuerzahler bleibt auf ziemlich viel Geld sitzen. Das muss letztendlich der Investor entscheiden.
Denn eine Stichtagsbetrachtung reicht, glaube ich, nicht aus. Eine Investition in einen Energieversorger ist eine sehr langfristige Investition. Wie gesagt, das ist meine berufliche Erfahrung. Das ist ein anderes Geschäft als, sag mal, ein tägliches Handelsgeschäft. Sondern unser Geschäft ist sehr kapitalintensiv. Wenn wir eine Investition tätigen in eine Erzeugungsanlage, dann tätigen wir sie über 40 Jahre. Wenn wir auch in erneuerbare Energien investieren, ist es beides für 20 bis 25 Jahre, wie wir diese Assets dort nutzen können. Und ich kann ehrlich sagen, wie in 35 Jahren letztendlich der Energiemarkt aussieht. Ich kann auch nicht sagen, wie in 25 Jahren das EEG aussieht. Deswegen, es ist immer noch ein unternehmerisches Risiko, wenn Sie ein Unternehmen kaufen. Und Sie können auch nicht hundertprozentige Garantie durch irgendwelche DCF-Methoden haben oder Multiples, wo RTA mal 6 und 7 nehmen. Letztendlich ist der Unternehmer entscheidend. Ich will das oder ich will es nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dieses Unternehmen hat seinen Preis und hat auch seinen entsprechenden Wert. Und nach einem Jahr abzuschneiden und sagen, das Unternehmen ist nichts mehr wert, glaube ich nicht. Ich will ein Beispiel nehmen. Darf ich recht? Entschuldigung. Vielleicht werden wir nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben. Ich glaube, das ist für uns beide ein ganz wichtiges Thema, Einfluss der Politik auf die Energiewirtschaft. Jetzt sitzt bei Ihnen natürlich die Politik, nämlich das Land Baden-Württemberg zu 46,5% Anteilen im Unternehmen. Aber worauf wir jetzt vielleicht nochmal hinweisen sollten, wir hatten im letzten Jahr Herrn Drossmann, RWE-Vorstandsvorsitzender, noch bis Sommer dieses Jahres hier, der sehr deutlich gesagt hat, wir sind hier in Deutschland unterwegs in Richtung Planwirtschaft, was die Energiepolitik angeht. Und der Umweltminister Röttgen ist noch nicht mal bereit, die Chefs der Energieversorger zu empfangen. Also die Politik steuert eigentlich viel zu viel in die Unternehmen hinein. Was ist Ihre Stellung dazu? Fangen wir mal bei der EnBW an. Das war ja Ihr erster Punkt. Wir sind eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Wir haben einen 20-köpfigen Aufsichtsrat. Und dort entscheidet der Aufsichtsrat über das, was die EnBW macht. Und zwar in toto. Und da sind keine Partikularinteressen, wo irgendwie Gesellschafterinteressen reinmoderiert werden, sondern wir halten uns ganz klar an aktienrechtliche Vorschriften. Das ist ganz wichtig zu diskutieren. Der Rahmen ist natürlich sehr politisch geworden in Deutschland, aber die Mehrheit der Bevölkerung hat nun mal ihre Signale auch gesandt, wir wollen einen Energieumbau hier in Deutschland vollziehen. Und das heißt natürlich, dass sehr viel reguliert wird in Deutschland. Und das ist das, was ich auch gerade andiskutiert habe. Was die EU wollte oder das, was man letztendlich vom Verbraucher wollte, ist nicht so eingetreten. Man wollte eigentlich einen Rahmen setzen und dann sollte der Wettbewerb dazu führen, dass wir eben dort vernünftige Preise bekommen. Aber die Energiewirtschaft ist nicht nur das Thema preiswürdige Versorgung, sondern es ist auch das Thema, steht im Energierecht, im Energiewirtschaftsrecht, ist eine sichere Versorgung, Versorgungssicherheit und letztendlich eine umweltgerechte Versorgung. Und diese drei Ziele, da kommt noch ein viertes Thema Akzeptanz dazu, dann gleichzeitig zu befriedigen, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und daher kommt diese aktuelle Diskussion, die wir führen. Woher liegt das denn, dass Sie, Herr Großmann, angesprochen, man könnte auch ein Tyson nennen von E.ON, das sind alles Manager, die Wut über diese Entwicklung so richtig anmerkt. Und Sie sind so moderat, Sie haben für alles Verständnis, Sie ordnen alles ein. Ist das nur die Tonart oder sind Sie vielleicht wirklich ein anderer Typ Manager? Ja, das muss ein anderer beurteilen. Das kann ich schwer beurteilen. Ich bin seit 25 Jahren in der Branche tätig, habe ein Stadtwerk geführt, habe genauso gut in Skandinavien gelebt und gearbeitet, habe einen großen Energieversorger mitgeführt dort und sehe überall, dass unser Geschäft sehr politisch ist. Und wenn man das als Manager eben nicht akzeptieren kann, dass wir ein politisches Geschäft haben, es ist nur eine Daseinsvorsorge, ist quasi die Grundvoraussetzung für unsere Volkswirtschaft, die sichere Energieversorgung, die preiswerte Energieversorgung, dann muss man schlichtweg Deutschland
aufgrund dieser Rahmenbedingungen, ich will nicht sagen verlassen, aber man muss dann andere strategische Schwerpunkte dort haben. Aber zu überrascht zu sein, dass wir ein politisches Geschäft haben, das ist, glaube ich, auch für die Konkurrenz nicht neu, auch für die von Ihnen gerade benannten. Was mich natürlich zutiefst überrascht hat, das sage ich offen, und darüber war ich sehr, sehr enttäuscht, ist, dass man mit uns nicht geredet hat. Dass man letztendlich nach Fukushima eine Ethikkommission eingesetzt hat, die eben nicht aus Experten bestand. Ich will Bischöfen jetzt nicht absprechen, dass sie natürlich auch Energie beurteilen können, aber aus der Industrie, aus dem Handrecht, dem damaligen Universität von BASF und Töpfer, war eigentlich niemand dort vor Ort. Und das hat mich sehr, sehr enttäuscht, weil man fragt man nicht die Experten. Aber ich habe es nicht mal versucht, die Sachen das offen, man wollte nicht mit uns reden. Wie ist es denn mit Oberminister Röttgen? Spricht er mit Ihnen? Der spricht mit mir, ja. Zwar haben wir uns vor kurzem noch gesehen. Wir sprechen, genauso wie Herr Rösler mit mir spricht, das ist überhaupt kein Thema. Wir sprechen natürlich jetzt über das Thema Endlagersuche. Er ist ja auch die Atomaufsicht hier in der Bundesrepublik. Wir tauschen uns dort aus. Er fragt natürlich, was wir als MDW dort in der Projektpipeline haben und was man besser machen könnte. Das Gleiche gilt für Herrn Rösler. Aber wir sprechen, sage ich offen, oft parallel. Und das ist nicht gut, denn diese immense Herausforderung für unsere Volkswirtschaft, eben den Umbau der Energieversorgung, bedarf mehr als eines Monitorings, es darf da wirklich eines Drehbuches. Und dafür plädiere ich genauso wie die Konkurrenz, vielleicht hier und da nicht ganz so wütend, sondern ich versuche da mit Sachargumenten zu überzeugen und letztendlich aber auch Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Denn ich meine, wenn Sie nur an der wütend pochen, dann wird der Nächste oder der Gegenüberstehende dann auch nicht sagen, komm bitte und lass uns diskutieren über die nächsten Schritte. Darf ich als Schlussfrage? Ja. Was wird mir zum Antrag kommen? Du fragst ihn, was er in Zukunft machen wird. Ja. Und mit welchem Gefühl Sie hier sitzen? Und zwar Ihrem Job gegenüber oder der Zukunft gegenüber? Ich liebe meinen Job. Ich stehe zur Energie. Ich stehe auch zu dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Was die Zukunft bringen wird, das weiß ich nicht. Ich habe noch 8-9 Monate hier bei der NBW zu tun und man ist sicherlich nicht aus der Welt. Ich habe viele, viele Kontakte und ich würde schon gerne weiterhin mithelfen, hier gerade in Deutschland, aber auch in Europa, den Umbau der Energie dort zu gewährleisten. Sind Sie eigentlich nicht ein Duck, wenn man so sagt, oder auch quasi ausscheiden? Wir haben noch 4 Sekunden und das ist deine letzte Frage. Nein, wenn Sie den Eindruck jetzt haben, so schlecht war das Interview jetzt nicht, fand ich. Aber Sie waren letztendlich im Unternehmen. Also ganz im Gegenteil, ich bin gebeten worden, bis zum letzten Tag dort weiterzuarbeiten. Ich habe ein tolles Vorstandsteam, einen Top-Manager, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die stehen hinter mir. Wir haben eine sehr offene Diskussion im Aufsichtsrat und ich fühle mich nicht als lahme Ente, als Lehmduck. Wenn das so wäre, auch da würde ich einen geraden Rücken machen und sagen, dann komme ich nochmal. Auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank an Sie. Ja, gerne. Danke für Ihre Aufmerksamkeit hier. Danke, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt mir noch einen Satz von Reinhardt, den ich jetzt einsetzen möchte. Und ich denke, für Sie passt das ganz besonders. Es ist nur eins sicher, dass nichts sicher ist. Und noch nicht mal das. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Frau Manager.